Hallo und herzlich willkommen zur 15. Sendung Kultur in Quarantäne hier aus meinem Wohnzimmer. 15. Sendung, 6 Wochen. Voll verrückt. Wahnsinn. Also 6 Wochen sind wir schon im Teil-Lockdown, in Quarantäne. Und heute Abend haben wir eine sehr schöne Sendung, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, auch vorzubereiten. Als allererstes begrüße ich unsere beiden Gäste. Wir haben zum einen Jörn Precht heute bei uns und den Siegfried Barth. Beides Mastermind oder entscheidende Köpfe hinter der Produktion Bühne der Träume. Bühne der Träume, ganz kurz für alle, die es nicht kennen, also Sindelfinger, die es nicht kennen, gibt es glaube ich nicht, aber für alle, die es nicht kennen, 2017 hatten wir die Biennale in Sindelfingen. Das ist ein, wie der Name schon sagt, alle 2 Jahre stattfindendes Kulturfestival hier in Sindelfingen. Und da gab es ein Jugendpop-Musical, das damals zur Uraufführung kam. Sigi war der Produzent des Ganzen, der Hauptverantwortliche, der Produktionsleiter, Regisseur, Komponist, Co-Autor, ach, alles Mögliche eigentlich. Und der Jörn hat damals das Buch geschrieben für diese Musical-Produktion. Also erstmal euch beiden ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo und herzlichen Dank für die Einladung, ihr Lieben. Ich freue mich. Ich würde vorschlagen, dass wir am besten mal einen Eindruck vermitteln, am Anfang, was es da zu sehen gab. Und deswegen würden wir euch jetzt als erstes mal einen kleinen Clip aus dem Musical präsentieren. Viel Spaß dabei. Anders ist, dem hauen sie eine rein. Wenn du ihr Ziel bist, musst du auf der Hut sein. Aber tief in mir drin, da träum ich davon, dass ich unverletzbar bin. Und ich hör sie immer lachen. Und so oft denk ich nur an meine Rache. Warum habt ihr euch mich rausgesucht? Ich träum von euch, ich hab euch so oft verflucht. Eltern, Lehrer oder Polizei, letztlich bist du trotzdem noch allein. Irgendwann kannst du nicht mehr, du fühlst dich einfach wie Dreck. Und ich hör sie immer lachen. Und so oft denk ich nur an meine Rache. Alles was du noch willst, sind die Schmerzen da drin. Selbst der Spiegel ist ein Ort, wo nur Monster sind. Tief in mir ist ein Ich glaube, das war ein ganz guter Eindruck. Eine gigantische Produktion damals hier in der Klostersee-Halle. Sigi,
Wenn du zurückblickst, so die letzten, das ist fast 3 Jahre, so vor 3 Jahren waren wir ziemlich in der heißen Phase damals. Wenn du jetzt zurückblickst, wie fühlt sich das an, jetzt wieder das Material angeschaut zu haben? Also es ist großartig, das Material nochmal zu sehen. Jetzt für die Sendung habe ich natürlich nochmal ein bisschen tiefer in eine Materialkiste gegraben. Und ich muss aber sagen, dass mich das Musical seit damals immer begleitet hat. Die Kompositionen von Oliver Palotai, die waren einfach grandios, auch von Adrian Verum natürlich. Herr Olli hat ja dann nachher alles arrangiert. Und ich denke sehr gerne an die Zeit zurück. Das war ein wundervolles Jahr. Also wir hatten ja das Glück, die Klosterseehalle exklusiv dafür benutzen zu dürfen. Und ich sag mal, das Team, das war einmalig. Also ich meine, ihr wart dabei, Ingo, du als mein Schauspielcoach und als Co-Regisseur hast mich ja dann in der heißen Phase sozusagen, als mein Sohn Vito geboren wurde, vertreten. Das war genial. Und ja, mit dem ganzen Ensemble sind wir einfach zu einem dicken, großen Team zusammengewachsen, also zu einem starken Team. Und die Zusammenarbeit mit Jörn, die vermisse ich, muss man ganz klar sagen. Das war einfach auch, ja, da hat wirklich alles gepasst. Und ja, so, ich zehre tatsächlich noch von den Erinnerungen. Ich habe ja im letzten Jahr auch das Großevent bei der Biennale leiten dürfen als künstlerischer Leiter. Allerdings war die Bühne der Träume natürlich hausgemacht von uns allen und hatte natürlich auch einen ganz anderen Zugang. Und wir hatten da sehr viel, also eine andere Beziehung dazu gewonnen. Jörn, du hast das Buch damals geschrieben. Kannst du erzählen, wie du zu dem Projekt dazugekommen bist und wieso heute deine Erinnerungen sind an das Projekt von damals? Ja, der Siegfried ist im Sommer 2016 auf mich zugekommen. Der kannte mich eigentlich eher als Drehbuchautor und hat mir von dem erzählt, was er da machen will. Und das waren zwei Dinge, die mich fasziniert haben. Das eine war, dass er halt mit jungen Schauspielern, Nachwuchsschauspielern und Sängern arbeiten wollte und Sängerinnen. Das hat mich sehr fasziniert. Und zum anderen habe ich zu der Zeit wahnsinnig gern die Serie Glee gebingewatcht. Also wo es um einen Chor an einer Highschool in Amerika geht. Und das fand ich wahnsinnig unterhaltsam, weil die halt so tagesaktuelle Hits in die Handlung eingesponnen haben und sie manchmal, fand ich, besser gesungen haben und mitreißender als die Originalinterpreten. Und als er dann gesagt hat, dass der Plot sein sollte, also das hat er sich gewünscht, dass es hinter den Kulissen einer Fernsehshow spielt mit jungen Leuten, die da versuchen, ihr Talent zu zeigen, habe ich natürlich so ein bisschen Glee gerochen und hatte da richtig Lust drauf, sowas auch mal selber zu machen mit jungen Leuten. Und wir haben dann zusammen den Plot ersponnen und dann war ja die Frage, wie kommen wir jetzt, nachdem die Charaktere da waren, wie kommen wir jetzt an die Songs, wie lassen wir uns inspirieren für Songtexte. Und wir haben uns dann dafür entschieden, dass der Siegfried einfach mal sagt, was für weltbekannte Popsongs er in der Szene verwenden würde, wenn er denn von der Stimmung her alles verwenden dürfte, was er will. Und die habe ich dann genommen und auf diese Popsongs in der Stimmung zu der Szene passende Texte auf Deutsch geschrieben. Also im Grunde genommen könnte man die jetzt auch da drauf lassen und was weiß ich, California Dreaming zum Beispiel mit Ich wäre so gern dabei, so heißt es dann im Musical, singen, aber das geht natürlich rechtemäßig nicht. Und wir hatten ja wirklich zwei super talentierte Komponisten. Das ist absoluter Luxus für so ein Projekt mit so vielen jungen Leuten, dass man solche alten Hasen hat. Und der Adrian Verum kommt ja aus der Musical-Szene und der Oliver Palotai so richtig aus der rockigen Szene. Der hat ja auch eine Band, mit der er weltweit auf Tour ging, bevor es Corona gab. Und die beiden haben mich dann echt weggehauen, was mich total gewundert hat, weil ich hab um die Melodien getrauert, weil ich halt den Text mit der alten Melodie geschrieben habe und war dann völlig baff, als die Songs mir dann mit der neuen Melodie zum Teil viel, viel besser gefallen haben. Mhm. Cool. Ja, das ist sehr cool. Ich meine, es war grundsätzlich, also ich habe das ja, wie gesagt, auch miterleben dürfen, diese ganze Produktion. Sigi und ich, wir kennen uns schon lange, arbeiten schon, Sigi ist ja vielleicht auch für die, die das nicht wissen sollten,
Leiter der Kinderfilmakademie in Sindelfingen, einer sehr, sehr außergewöhnlich ganz besonderen Institution, die im Grunde Kindern und Jugendlichen die Arbeit mit Film und Fernsehen näher bringt, in der technischen Seite, aber auch genauso vor der Kamera und so weiter und dort immer total tolle Projekte macht. Und auch ganz viele Leute aus deinem Team waren damals mit dabei. Und ich glaube, das war, also für mich war das halt auch so das Besondere, dass man wirklich sagen konnte, wir hatten Profis wie Njörn, Adrian Werum und an manchen Stellen auch im Technischen, die uns begleitet haben. Aber es waren halt so wahnsinnig viele Leute auch da, die das erste Mal gemacht haben, auf der Bühne, hinter der Bühne. Und dass da am Schluss dann so ein Projekt rausgekommen ist, war schon sehr beeindruckend. Aber wie kam es denn dazu, Sigi? Wie kam bei dir die Idee? Was ist passiert, dass wir auf einmal Bühne der Träume 2017 aufgeführt haben? Ja, also es gab im Biennale-Kuratorium die Entscheidung, es gibt ein Jugendpop-Musical in der Biennale 2017 und ich habe da meine Chance gewittert. Also man muss dazu sagen, ich bin nicht nur Filmregisseur, sondern habe auch einige Musicals davor schon inszeniert und dachte, das ist die Möglichkeit, auch mal zu zeigen, was die Kinderfilmakademie technisch auf dem Kasten hat. Und das Ganze mit, mit diesem, wie du es gesagt hast, mit einem jungen Schauspielcast zu verbinden und mit einer Idee, die es so noch nicht gab. Also das heißt, wir haben ja eine Studiosituation geschaffen, wir haben die Bühnen, wir haben die Zuschauerseite geöffnet und die Zuschauer haben dann nachher was erlebt, was quasi wie in einem Filmstudio oder in meinem Fernsehstudio abgelaufen ist. Und das wollte ich unbedingt mal umsetzen. Da sind natürlich Anleihen dabei, wie bei Kein Pardon, aber natürlich auch klare Persiflagen auf Castingsendungen. Mhm. Und das Ganze ist auch sehr, läuft analog zu der Schnelllebigkeit der heutigen Jugend. Mhm. Das heißt, wir haben das ganze Musical, wollte ich auch sehr niederschwellig machen. Und um jetzt den Bogen zu spannen, auch die Kultur, Musical ist ein Kulturgut. Und das der jungen Bevölkerung bei uns und auch Sindelfingen zu zeigen, dass es wirklich wert ist, sich Musicals anzuschauen. Und dass da auch viele Leute, hier wie bei uns im Amateurbereich, jetzt hier auch mitmachen können. Mhm. Und wir wissen, daraus ist natürlich ein Riesenprojekt entstanden. Darauf bin ich sehr stolz. Also ich spreche jetzt natürlich oft über die Folgeprojekte. Mhm. Ich würde sagen, bevor wir weiter uns unterhalten, schauen wir uns doch jetzt mal einen ganz kurzen Rush komplett durchs gesamte Musical an und schalten das nächste Video. Viel Spaß dabei. Das wird unser bester Sommer. Diese Show wird der Oberhammer.
Sunshine, gonna make you smile and forget all the rain. I wanna see you shining. You never forget me, remember my name. I'm gonna be so light in your life. I'm gonna be so bright for you. I'm gonna be so. Wir sehen gut aus und wir tun so, als ob wir beste Freunde wären. Wir sind ein Traum und unser Poster hängt an jeder Teenie-Wand. Für jeden ist hier was dabei, wir bringen Teenies schnell zum Schrei. Und unseren Rebellen selbst deine Mom, exotisch sieht auch einer aus. Ein ganz normalen gibt's auch, Casting heißt der Trick, der euch glücklich macht. Und der Refrain, ein simpler Test, was mit Liebe, was mit Liebe.
Also Bühne der Träume 2017, zumindest Ausschnitte davon. Wenn ich das sehe, dann geht es mir gleich wieder so, dass ich so zurückdenke und in Erinnerungen schwelge. Man hat es so oft gesehen, ich konnte es, glaube ich, irgendwann mal auswendig mitsprechen. Es hat wirklich ganz viel Spaß gemacht. Ich kann mir aber vorstellen, dass Leute, die das vielleicht damals nicht live sehen konnten, jetzt ein paar offene Fragen haben. Die erste Frage vielleicht, wer hat eigentlich diese geilen Videoaufnahmen auf der Bühne gemacht? Das war der Olli Weiß, der war bei uns ja auch schon in der Sendung, kann man sich auch nochmal angucken natürlich auf unserer Facebook-Seite und auch auf kulturinquarantäne.de. Und der hat damals, war quasi Head of Video und hat diese ganzen Aufnahmen auf der Bühne gemacht und die sind, wie man gesehen hat, ja auch wirklich gut geworden. Und ich glaube, die andere Frage, die vielleicht offen ist, ist, worum ging es denn da jetzt eigentlich? Also wir hatten so ein bisschen das Setting ja beschrieben oder ihr hattet es beschrieben, aber was war denn jetzt eigentlich die Story? Und Jörn, vielleicht magst du das mal kurz erzählen. Ja, also es geht um Marie, die ist ja, ein ganz normales Teenager-Mädchen, träumt allerdings davon, Sängerin zu werden, lebt mit ihrem alleinerziehenden Vater in Berlin und gewinnt die Teilnahme an einer Talentshow in Sindelfingen. Ausgerechnet Sindelfingen. Und sie fährt also von Berlin nach Sindelfingen, also mal andersrum, um dort auf ihre Bühne der Träume zu gehen. Und natürlich geht was schief. Also zunächst mal ist der ICE so spät, dass sie ihren Termin verpasst. Und dann geht sie eigentlich eher als Praktikantin erstmal zur Show und muss ihr Talent erstmal wieder beweisen, um aus der zweiten Reihe wieder in die erste Reihe zu kommen. Und ja, was man vielleicht auch noch verraten kann, ist, dass es sehr viele private Geschichten dann natürlich auch gibt. Ein ziemlich aggressiver Aufnahmeleiter verliebt sich in seine Kollegin und unsere Marie verliebt sich auch in den Moderator. Der ist sehr zynisch und sie findet raus, dass dieser Zynismus was mit Mobbing in seiner Jugend zu tun hat. Und ja, am Ende, das kann man, glaube ich, verraten, ohne was zu spoilern, gibt es natürlich ein riesiges, fulminantes Finale mit einem Happy End. Und da ich ja bisher immer nur Drehbücher geschrieben habe, wo alles so verzögert sich entwickelt und man ja immer nur kleine Ausschnitte dreht, hatte ich diese Live-Situation noch nie und habe natürlich mitgefiebert und war völlig geflasht, wie diese jungen Leute das mit wahnsinnig viel Talent umgesetzt haben. Und ich habe es mir wirklich viermal angeschaut. Ich war da vier Abende und es war ja wirklich die vier tollsten Abende, muss ich sagen. Und ja, ich war auch richtig wild drauf, die dann noch in ganz anderen Rollen zu sehen, weil die einfach so richtig gut waren. Und Gott sei Dank hatte Sigi sie dann ja zusammen mit dir, Ingo, ja auch weiter beschäftigt. Und ich konnte sie dann glücklicherweise auch noch in vielen anderen Zusammenhängen sehen. Das wäre schade gewesen, wenn dieses Talent damit dann ja nur einmal gezeigt worden wäre während dieser Vorstellungen, die wir hatten. Mhm. Ja, auch diese Energie, die da einfach da war in dem Team. Ne? Da ging es ja irgendwie darum, die mitzunehmen. Vielleicht erzählt ihr das mal kurz, wie ihr das so gemacht habt, wie die Idee entstanden ist. Ich weiß nicht, Sigi oder Ingo? Der Ton war kurz weg, Entschuldigung. Ah, kein Problem, dann beantworte ich einfach die Frage. Weil ja, also das Spannende war... Mimi war ganz, ganz verzerrt leise, Entschuldigung. Ja, überhaupt gar kein Problem, Sigi. Das Spannende an der Sache war, ich war im Grunde dann, nachdem die
nachdem das Projekt im Grunde vom Sigi aufgesetzt worden ist und das Team zusammengestellt worden ist, hatte mich Sigi gefragt, ob ich so ein bisschen Schauspielcoaching und so weiter machen wollte, ob ich darauf Lust hätte. Und ich habe gesagt, klar, selbstverständlich, total gern. Und war dann auch bei dem ersten Casting dann dabei. Und was halt auch sehr lustig war, es ist immer sehr schwierig, interessanterweise, für solche Projekte, für so ein Casting, wo Leute sich beweisen müssen, ja, interessante Parallele auch zum Stück, dann zu einem Casting kommen müssen und dann sollen die da von der Jury singen. Und ich weiß, zum Beispiel der Nils, der später mitgespielt hat, oder Vivi, die auch mitgespielt hat, Vivi ist meine Patentochter, mit dem Nils habe ich vorher schon Stücke gemacht am Goldberg-Gymnasium, die musste ich wirklich überreden, den Krischi, der später den Vater gesungen hat, musste ich überreden, dass die kommen zu diesen Castings und vorsingen, weil sie dann, oh, so ein Casting, das weiß ich nicht, ob ich das kann und überhaupt nicht hin und her. Und als das dann so überstanden war, da hat Sigi da viele Sachen gemacht, ein tolles Projekt kurz vor Weihnachten, wo ein Weihnachtssong eingesungen worden ist, wo diese Gruppe dann zusammengewachsen ist. Und solche Produktionen, das darf man nicht vergessen, bedeutet für alle Beteiligten, nicht nur die Leute, die es organisieren müssen und umsetzen müssen, sondern auch die Leute auf der Bühne, ganz schön viel Stress, weil die meisten hatten keine Tanzerfahrung, mussten aber tanzen. Viele hatten auch ihre erste Gesangsrolle, mussten also Gesang einstudieren und dann noch das Schauspielerische. Das dann alles in relativ kurzer Zeit in Doppelbesetzung. Wir hatten ja zwei Teams, was dann für uns viel Probenzeit bedeutet, halt immer zweimal. Und es war halt total begeisternd zu sehen, mit welchem unglaublichen Engagement die Leute da waren. Also es gab einfach Darsteller, die, ob sie jetzt dran waren oder nicht, eigentlich immer am Set waren, auch an allem mitgemacht haben. Das wurde dann zu so einer großen Familie. Das gesamte Produktionsteam, die ganze Organisation, die vielen Externen, aber auch die Leute auf der Bühne waren am Schluss so eine richtig große Familie. Und daraus entsteht dann auch diese unglaubliche Energie, die ja uns dann auch später dazu bewogen hat, uns Gedanken darüber zu machen, wie man das weitertragen kann, dass es nicht bei diesem Projekt endet. Ja, ich weiß es noch, wo du, glaube ich, nachdem du mit dem Sigi so lange darüber gesprochen hast, dass ihr jetzt junge Bühne überlegt und so, und das war alles noch ganz neu und Überlegung, da waren wir, glaube ich, wegen einem anderen Biennale-Projekt abends essen, hier in Sindelfingen, und du hast davon erzählt und ich dachte auch gleich, oh, cool, und ich will das unbedingt bei uns im Verein haben und weiß ich nicht, war total begeistert, irgendwie das so mitzunehmen, weil das wirklich so ein Teamgefühl da war, obwohl wir ja sogar eigentlich fast noch von außen reinkam, weil wir die Kommunikation gemacht haben für die ganze Biennale, nicht nur für dieses Projekt. Aber das war so ansteckend irgendwie und man hatte einfach richtig Bock, da weiterzumachen. Ja. Und ich glaube, das ging gerade vielen von den Darstellern eben auch so. Und sicher sogar. Die haben das ja auch gesagt. Ja. Da gibt es natürlich auch noch viel mehr Material dazu, das wir jetzt hier nicht zeigen können. Aber unter kinderfernsehen.net, da gibt es eine schöne Playlist mit Bühne der Träume. Da gibt es auch viele Sachen von hinter den Kulissen. Und wir hatten auch eine Bogi-Praktikantin da, die hat ein sehr emotionales Video gemacht. Und das, was du, Ingo, gesagt hast, dass quasi alle, ob sie jetzt in der A-Besetzung oder B-Besetzung, also beide Besetzungen waren gleichwertig, muss ich auch dazu sagen, einfach hätten zwei vollwertige Besetzungen, da waren, die waren alle immer am Set. Und das war genial. Das war einfach, das hat sich dadurch, dass wir auch Monate, mal zwei Monate lang die Halle hatten zur Verfügung, hat sich das so wie so ein, ja, so wie ein Familientreffen dann abends angefühlt. Man ist dann zu den Proben gekommen, dann waren wir da so 7 bis 8, vielleicht mehr Stunden, teilweise sogar 16 Stunden. Und das war einfach genial und das kann ich nur bestätigen. Ich meine, aus diesem Geist entstand dann tatsächlich die Idee für die junge Bühne Sindelfing, weil wir natürlich damit auch einen Bedarf geschaffen haben, das weiterzuführen. Ja. Ich würde aber sagen, das, was du gerade erzählt hast, dass da hinter der Bühne sehr viel Spaß, also unheimliche Energie war. Wir haben dafür als Beweis sozusagen dafür noch ein sehr, sehr schönes Video. Und das würden wir jetzt zeigen. Einfach mal einen Blick hinter die Kulissen von Bühne der Träume. Viel Spaß dabei. Sonnenbrille auf und ab ins Café, wo ich die schönen Frauen auf der Straße sehe. Dann Sprung mitten rein in den kalten Pool und ein Kaipirin, ja, ziemlich cool. Sonnenmilch drauf und ab zur Liegewiese, wo ich für mich und Lisa eine Liege lese. Wir lassen uns gehen und wir lassen uns braten, alles andere kann eine Weile warten. Und wenn nix draus wird wegen 7 Grad, da kippen wir zu Hause 2 Säcke Sand ins Bad. Im Radio spielen sie den Sommerhit, wir singen in der Badewanne mit. Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert, es ist Sommer, ich hab das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. Es ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, ich hab das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem lacht.
Thank you.
Da kriegt man richtig gute Laune, finde ich, wenn man sich diese Hinter-den-Kulissen-Geschichten nochmal anguckt, wie gut sich da eben wirklich alle verstanden haben, wie da so die Energie war. Aber man hat eben auch gesehen, es waren nicht nur die Darsteller, die Leute auf der Bühne beteiligt, sondern eben auch ganz viele so drumherum, hinter den Kulissen. Und Sigi, vielleicht magst du zu denen nochmal was sagen. Ja, also das ist, wenn man so ein Projekt angeht als Regisseur, hat man natürlich gewisse Ideen und es ist selten, dass es so passiert, wie es in dem Projekt war, dass es dann wirklich in allen Gewerken auch so umgesetzt war. Also parallel zur Arbeit mit Jörn habe ich natürlich mit den Musikern gearbeitet und aber vor allem mit Fabian Krause. Fabian ist ja Kulturamtstechniker und ein Tausendsasser, was Technik und Lichtinstallation betrifft. Und er und ich kennen uns auch schon länger als 20 Jahre mittlerweile und haben sehr, sehr viele Projekte zusammen gemacht. Und ich glaube, in Bühne der Träume ist dann so alles explodiert, was wir so quasi uns jemals gewünscht hatten, mal auf die Beine zu stellen. Da sind natürlich noch viele andere Leute ins Spiel gekommen, wie Thomas Bersal, der die Inspizienz nachher gemacht hat, oder der Robin mit seinen krassen Programmierfähigkeiten und. Alle zu nennen wäre einfach jetzt würde viel zu lang dauern. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass Fabi auch mit seiner Crew, mit der er länger zusammenarbeitet, und vor allem mit seinem Vater auch die Kulissen gebaut hat und es wirklich haargenau so ausgesehen hat am Ende, wie wir uns das gewünscht haben. Das war bei den Proben nicht so einfach, weil ich glaube, dass viele der Darsteller nicht gewusst haben, wo es hingeht. Wir haben ja lange Zeit mit Bodenmarkierung gearbeitet und als dann nach und nach die Bühne der Träume mit den 7 Leinwänden gewachsen ist und wir hatten fahrbare Monitore, das ist unglaublich, was da durch, also Schattenwände, ihr könnt euch nicht vorstellen, was da alles gelaufen ist und das war einfach unglaublich. Also das war, man muss wirklich sagen, also die Jungs, wer da alles beteiligt war, rund um Fabian Krause und Thomas Bersal, das war gigantisch. Und auf der anderen Seite auch die Produktion, Tarek Musle mit Hanna Schmidbauer und dem Paddy Schmid, die haben eine Wahnsinns-Vorproduktion hingelegt. Das war echt, also ich kann nur jeden, der da irgendwie beteiligt war, größtes Lob aussprechen. Oder auch die Anni Justin, Mehrfachfunk, die stand auf der Bühne, die hat die Choreografie gemacht und Wahnsinn. Also wirklich Hut ab vor allen, die tatsächlich, auch Ingo sozusagen, die dann meine Wünsche umgesetzt haben. Und also wie gesagt, wenn man jetzt das so sieht, das war wirklich ein Monsteraufwand, ja. Ja, aber es war auch eine schöne Stimmung, weil was auch immer so, was ja auch im Grunde eigentlich auch schon mal die Arbeit eigentlich der Kinderfilmakademie ausgemacht hat, war ja auch immer das, dass eben der soziale Aspekt auch von vornherein eine große Rolle gespielt hat. Gerade die Familie Schütz, die dann da wieder gecatert hat über Wochen und Monate und uns eigentlich versorgt hat. Und es war halt dann, lud halt auch einfach ein und oft noch ein bisschen länger zu bleiben, noch ein bisschen zu quatschen. Und man merkt bei solchen Projekten, wenn man so viel Zeit und Energie reinstecken muss, wie wichtig es ist, dass man einfach auch so zusammenkommt auf der menschlichen Ebene, dann kriegt das eine ganz andere Dimension. Aber Jörn, ich hätte an dich noch das eine Frage. Das muss man ganz kurz, da muss man wirklich nochmal sagen, also das Catering, das war einmalig. Und der Hermann Schütz hat, glaube ich, mit seinen, mit dem Gefühl auch, dass alles da ist und für uns alle gesorgt hat, da hat er sehr viel dazu beigetragen, dass dieses Wir-Gefühl auch entstanden ist. Das muss man natürlich sagen. Genau. Das ist einmalig. Ich hätte zwei Fragen noch an dich, Jörn. Das eine ist, wir haben ja jetzt schon erwähnt, dass du Profi bist. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen von dem, was du sonst so machst, außer für Sindelfingen grandiose Musicals zu schreiben. Und dann habe ich noch eine ganz persönliche Frage. Und zwar, wie ist es denn, wenn man im Grunde im stillen Kämmerlein sitzt, so ein Buch schreibt und man sicherlich ja ein Bild vor Augen hat, wie man sich das Ganze vorstellt? Und wie stark weicht es, egal ob jetzt positiv oder negativ, in dem Fall natürlich nur positiv, aber inwieweit weicht es dann tatsächlich ab von dem, was man später auf der Bühne sieht? Oder wie ist da deine Beziehung auch zu diesem Moment? Weil ich glaube, das ist ja sehr speziell. Ja, also tatsächlich ist die Live-Situation auch was ich nicht kannte. Also Drehbücher habe ich ja schon vorher geschrieben für Soko Stuttgart oder fürs Kino. Aber da wusste man ja auch, was auf einen zukommt.
hier war es so, dass ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich es mir beim Schreiben vorgestellt habe, weil das Live-Erlebnis komplett meine eigenen Bilder verdrängt hat. Und ich weiß aber noch, dass ich mir das Bühnenbild ganz karg und schäbig vorgestellt habe. Und als ich dann da drin saß und dieses Monster-Bühnenbild da war, was so hochprofessionell aussah mit Showtreppe und was weiß ich allem, da hat es mich erstmal umgehauen. Und ich saß dann auch davor, als hätte ich nicht das Buch geschrieben, sondern weil alles so anders war in diesem Live-Zusammenhang und auch professioneller aussah, als ich das jemals mehr hätte erträumen lassen. Also es war auch für mich sozusagen so eine Bühne der Träume dann am Ende. Genau. Und deine andere Frage war, glaube ich, was ich sonst so mache. Ja. Genau. Also danach habe ich dann wirklich auch Blut geleckt, was die Live-Situation betrifft und bin dann so ein bisschen bei dem, was ich weiter an Arbeit gemacht habe, durch die menschlichen Lebensalter gegangen. Also nach diesem Musical mit Jugend habe ich als nächstes ein Musical mit einer Klassenkameradin von mir gemacht, die Kirchenmusikerin ist und Chorleiterin mit einem 80-köpfigen Chor, Der Weg des Paulus. Also das war was im Kirchenzusammenhang. Das war komplett anders natürlich, aber hatte auch diesen Live-Aspekt, der mich also gekickt hat bei Bühne der Träume. Und dann bin ich in den Printbereich zum ersten Mal nach Bühne der Träume gegangen und habe Romane veröffentlicht. Also einen historischen unter meinem eigenen Namen, dann zusammen mit einer Journalistin unter einem sogenannten offenen Pseudonym. Also wir haben zusammen einen Frauennamen bekommen, Charlotte Jacobi, und haben dann eine Trilogie über eine Räderfamilie in den Weltkriegen geschrieben. Und das wurde auch ein Bestseller beim Piper Verlag. Das ist allerdings ein offenes Pseudonym, das heißt, im Buch steht, wer wir wirklich sind. Und das hat den Vorteil, dass wir dann auch Lesungen machen können. Und es gibt dann auch tatsächlich von diesen historischen Romanen, wo wahrscheinlich das Durchschnittspublikum eher so Frauen ab 40 sind, gibt es trotzdem wieder einen Brückenschlag zur Bühne der Träume, weil wir haben zu diesen Büchern kleine Werbefilme gedreht für den Piper Verlag. Und da habe ich dann tatsächlich drei Darsteller aus Bühne der Träume dank Sigi bekommen und konnte zu meiner großen Freude mit denen wieder zusammenarbeiten. Also 3 Jahre später sind sie dann in historischen Kostümen vor der Kamera für meine Romane gestanden. Das ist sehr spannend, weil wir haben es jetzt mehrfach schon erwähnt, weil auch tatsächlich ja auch die, man kann sagen, Bühne der Träume war der Startschuss für die junge Bühne Sindelfingen. Ja. Wir haben die damals dann gemeinsam aus der Taufe gehoben, kurz nach Bühne der Träume, weil wir gesagt haben, wir möchten auf jeden Fall, dass es weitergeht, dass dieser Geist weitergeht. Und ja, jetzt im Rückblick auf dieses Projekt, auch in Verbindung wieder mit dem und letzte Woche der Show über Next to Normal, was ja dann unser erstes Projekt war, wo auch unheimlich viele Leute vor und auf der Bühne beteiligt waren von junger Bühne, glaube ich, haben wir das ganz gut geschafft. Sigi, oder was meinst du? Also das war... Ich glaube, wir haben da ein richtig gutes Konzept gefunden, wie wir anknüpfen konnten. Und das war natürlich Next to Normal, sage ich mal, war dann, man hat es richtig gespürt, finde ich, dass die Leute auch sich kannten und schon zusammengespielt haben und die neuen Leute dann auch super integriert wurden. Also ich meine, Next to Normal war gigantisch, muss man einfach ganz klar sagen. Das war ein Riesenerfolg und ich glaube, sowas hatten wir in Sindelfingen bis dato auch noch nicht. Also müssen sagen, wir haben natürlich damit das 4. Schauspielensemble in Sindelfingen gegründet. Und ich bin schon sehr stolz drauf, wie es sich entwickelt hat oder was ihr da draus gemacht habt. Ihr habt natürlich auch die besten Leute dafür. Und ich bin auch sehr froh, dass sehr viele dabei geblieben sind. Und dass wir damit noch sehr, sehr viele begeistern konnten. Das ist nämlich wichtig. Ich meine, es waren alle miteinander, waren es irgendwie 80 Beteiligte bei Bühne der Träume. Ich glaube, mittlerweile bei den Großproduktionen von Junge Bühne sind mittlerweile genauso viele dabei, oder? Also daher, ich muss sagen, das war schon ein gigantischer Auftakt und ja, ich glaube, es war auch das, was Sindelfingen ein bisschen gefehlt hat. Wir haben in unseren, also du hast ja vor allem im Goldberg, ich habe in der Realschule Hinterweil sehr viel jahrelang Musicals gemacht. Wir haben viele Kindertheater gemacht, aber wo geht es mit den jungen Darstellern, mit diesen großen Talenten hin? Und ja,
für mich war irgendwann klar, das ist eher dein Ding, so, ihr macht das besser mit der, auf der Bühne. Ich bleibe quasi hinter der Kamera und mit der Kinderfilmakademie, aber dass die junge Bühne dann quasi genau diese Lücke gefüllt hat, wo gefehlt hat. Und das sieht man ja auch an der Resonanz der Projekte. Das ist einfach gigantisch und darauf bin ich auch tierisch stolz, auf euch und auf das ganze Projekt. Wie geht's denn jetzt weiter? Werden wir noch mal was von der jungen Bühne, von der Bühne der Träume, da muss ich immer aufpassen, wechsle ich immer Bühne der Träume. Werden wir noch was von der Bühne der Träume hören? Habt ihr noch Pläne? Ja, ich kann es jetzt ganz euphorisch erzählen, was für Pläne wir haben. Die hängen aber noch ein bisschen so in der Luft. Das liegt ein bisschen an der Zeit auch und im Moment natürlich auch an der Situation. Aber tatsächlich waren Jörn und ich schon vorstellig bei der MFG. Wir würden gerne die Bühne der Träume, die sich auch hervorragend eignet für zum Etablieren einer eigenen Marke, eine filmische Umsetzung wäre unser Traum, kurzum gesagt. Mhm. Das wäre sehr, sehr spannend, glaube ich. Das wäre eine ganz tolle Sache. Also war quasi das deutsche Highschool Musical sozusagen. Oder ja, also ihr wisst, das funktioniert sehr gut. Es sind viele Poplieder dabei. Man könnte natürlich auch vieles noch ergänzen. Wir haben im Film oder später natürlich in der Serie, sage ich jetzt mal, natürlich viel mehr Möglichkeiten, dramaturgisch die Sachen auszuarbeiten und noch ein bisschen tiefer ins Detail zu gehen, aber auch natürlich ganz andere Möglichkeiten als in der Live-Situation. Mhm. Aber da ist ja auch der Jörn einfach der beste Mann dafür, sowas auszuarbeiten. Und mal sehen, was da noch kommt. Ja, man kann sehr gespannt sein. Und ich finde es auch sehr, sehr interessant. Was ich ganz toll fand an dem Projekt grundsätzlich war auch, dass man auch gezeigt hat, was passiert, wenn man ganz andere Stilistiken, ganz neue Leute in den Kontext von Musical integriert, was dabei rauskommen kann, was dann im Grunde in einer Stadt wie Sindelfingen entstehen kann. Und da kann ich gleich einen kleinen Programmhinweis machen. Wir haben nächste Woche am 1. Mai eine Sendung, wo wir uns so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen. Musical Quo Vadis, also Musical, wo geht's mit dir hin? Im Zusammenhang mit Corona auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite die Frage, wie steht das Musical hier in Deutschland da? Was ist anders zu anderen Ländern? Ich glaube, es sind ganz, ganz spannende, ganz, ganz spannende Unterhaltungen. Wir haben zwei tolle Gäste dabei, die uns in dieser Diskussionsrunde dann begleiten werden. Das ist am 1. Mai um 21 Uhr. Und in der Nacht davor, passend zur Walpurgisnacht, werden wir die zweite Horrornacht bzw. die zweite Geisterstunde haben. In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai. Am kommenden Sonntag haben wir dann wieder Quiddel und Quaddel. Den vierten Teil unseres Live-Kinderhörspiels. Mit Gewinnspielverlosung, muss man sagen. Gewinnspielverlosung. Also es gibt noch die Möglichkeit, bis Sonntag quasi, kurz vorher, uns Bastel- und Malarbeiten von Quiddel und Quaddel zu schicken. Ja. Wer sie noch nicht kennt, sollte unbedingt mal auf die Website gucken. Definitiv. Und mittlerweile haben wir auch die MP3s online gestellt. Auch von der Geisterstunde. Alles mittlerweile auch. Und natürlich gibt es auch die Videos von den Sendungen, die wir aufgezeichnet haben, noch da verfügbar. Auf der Facebook-Seite natürlich auch. Also wer Quaddel und Quiddel noch nicht kennt, auf jeden Fall mal reingucken. Und die Geisterstunde natürlich auch. Also ja, diese Audiosachen machen auch immer sehr viel Spaß hier so live. Bin ich gespannt, was da noch alles kommt. Und das Wichtige auch noch für alle Zuschauer, die das heute live sehen oder später als Aufzeichnung, wir haben auf unserer Webseite www.kultur-in-quarantäne.de auch einen Spendenlink. Wir sammeln während der gesamten Laufzeit dieses Projektes Spenden, die wir später an alle unsere professionellen Gäste verteilen werden. Ganz einfach auch aufgrund, weil für viele Menschen, die im Kulturbereich tätig sind, jetzt auch wirklich die Einnahmen wegbrechen, ist es unser kleiner Beitrag, den wir leisten möchten. Das heißt, wir rufen euch auf, geht auf die Seite, spendet. Das geht von 1 Euro bis unendlich. Wir freuen uns wirklich um jeden Euro. Und wenn euch das Format und die Sendung gefallen hat, tut ihr auch was Gutes. Und wir freuen uns riesig drüber, wenn da noch ein bisschen was zusammenkommt. Lieber Jörn, lieber Sigi, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute Abend da wart. Diese schöne, nostalgische Rückblicksendung auf dieses grandiose Projekt 2017. Ich weiß, dass es Projekte geben wird, wo wir wieder zusammenarbeiten werden. Und da freue ich mich heute schon drauf.
Aber ganz toll, dass ihr hier wart. Vielen Dank, dass ihr uns heute Abend unterstützt habt. Und ich wünsche euch beiden, dass ihr gut durch die Krise kommt, dass es viele tolle neue Ideen gibt, dass alles sonst super und gut läuft für euch. Und wie gesagt, wir bald wieder mal zusammen an einem Projekt werken werden. Danke. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und euch noch einen schönen Abend. Dankeschön. Danke gleichfalls. Dann bleibt uns nur, wie immer, zu sagen, bleibt uns treu. Ihr habt gehört, wir haben ein spannendes Programm die nächsten Tage. Spendet. Und ansonsten, ganz klassisch, wir sehen uns beim nächsten Mal und bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.